Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Glückherzen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nimm die Motorabdeckung ab. Du kannst jetzt sehen, wo sich die vier Glühkerzen befinden. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Batterie abzutrennen. Dazu empfehlen wir dir, unser Video Batterie wechseln Golf 6 1.6 TDI anzuschauen. Entferne mit Hilfe einer Mehrfachzange den Entstörer von der Glühkerze. Wir empfehlen dir, mit Druckluft rund um die Stelle, an der die Kerze steht, gründlich zu reinigen. Bitte beachte, dass Glühkerzen extrem zerbrechlich sind und bei der Demontage oft beschädigt werden, insbesondere wenn sie noch nie ausgewechselt wurden. Wenn sie abbrechen, ist dies besonders problematisch, da die Spitze im Zylinderkopf stecken bleibt. Wenn du sie auswechseln willst, geben wir dir einige Tipps, um deine Erfolgschancen zu erhöhen. Trage einige Tage vor dem Vorgang etwas Kriechöl auf den Kerzenboden auf. Baue die Glühherzen bei heißem Motor aus und spritze sie mit einer kalten Sprühdose ein, um sie kleiner werden zu lassen und sie so möglicherweise zu lösen. Löse mit einer Ratsche, einer Verlängerung und einem 10 mm Einsatz die Glühkerze langsam. Nimm sie am Ende mit einer Zange heraus, da der Zugang erschwert ist. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Glühkerze zur Hand. Bevor du die neue Glühkerze einsetzt, reinige sie noch einmal rundherum. Setze die neue Glühkerze ein und prüfe auf der Schachtel das empfohlene Anzugsdrehmoment. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Bringe den Entstörer wieder an. Schließe die Batterie wieder an. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!